Hallo liebe Freunde, Gäste, neugierige YouTuber, Sonntag, der 19. Dezember. Einen wunderschönen guten Morgen. Noch 5 Tage und Weihnachten steht vor der Tür. Heute bin ich wieder auf eurem Bildschirm. Mein Name Roland aus dem Hotel Maritim Playa hier auf der wunderschönen Insel Gran Canaria. Wie jede Woche, sonntags, bringe ich euch die neuesten Nachrichten, einige schöne Themen, tolle Impressionen unserer Insel und die wichtigsten Neuigkeiten. Und diese Woche gibt es sehr, sehr viel zu berichten. Fangen wir mal an mit den schlechten Nachrichten. Die guten kommen hinterher. Gran Canaria, Teneriffa, ist seit Samstagnacht in Warnstufe, Alarmstufe 3 versetzt worden. Das heißt, unsere Infektionszahlen gehen auch hier nach oben und wir haben neue Auflagen verkündet bekommen. Wie macht sich das bei uns im Hotel bemerkbar? Für unsere Hotelgäste erstmal ändert sich nicht viel. Jedoch für alle Gäste, die von außerhalb uns besuchen. Unsere Belegung des Restaurants ist reduziert worden auf 40% der Kapazität. Auf der Freiterrasse, da sieht es etwas besser aus, aber da sind wir wetterabhängig. Hier darf bis zu 75% der Kapazität besetzt werden. Ja, das ist erstmal die schlechte Nachricht für uns. Heiligabend, wie gesagt, steht vor der Tür. Wir haben viele Gäste von anderen Hotels, von außerhalb, Residente, die hier unten wohnen, die gerne Heiligabend oder Silvesterabend bei uns verbringen wollten. Schon reserviert haben, viele sogar schon im Voraus bezahlt. Hier die ganz schlechte Nachricht. Wir werden einen nach dem anderen kontaktieren, dass Heiligabend und Silvester keine Gäste von außerhalb angenommen werden können. Ein Festtagsmenü bedeutet nicht, in einer Stunde alles abzuarbeiten, sondern wir wollen uns Zeit lassen, wir wollen diesen Abend feierlich und mit Genuss zelebrieren und da geht kein D-Zug durch. Also bitte habt Verständnis, dass diese 2 Tage, 24. Dezember, 31. Dezember, unser Restaurant Papa Joe rein für Hotelgäste reserviert ist. Und auch hier wird es eine Aufteilung geben. 17 Uhr der erste Turnus, 20 Uhr der zweite, sodass jeder wenigstens 2 bis 3 Stunden Zeit hat, in aller Ruhe unser Heiligabendessen oder unser Silvestermenü zu genießen. Es ist eine Vorgabe, um die wir nicht herumkommen. Auch die Kollegen werden da sehr viele Probleme bekommen. Denn viele kleine Restaurants, die oft nur 40, 50 Sitzplätze haben, müssen jetzt plötzlich auf die Hälfte oder sogar noch darunter reduzieren. Es ist die Lage, die wir uns anpassen müssen. Und was stirbt zuletzt? Die Hoffnung, dass es irgendwann vorbeigeht. Denn die Inseln haben sich immer wieder sehr schnell von diesen Spitzen der Coronavirus-Infektionen erholt. Des Weiteren, die Ladenschließzeit ist auf 2 Uhr nachts zurückgesetzt worden. Das macht uns selber keinen Abbruch, denn unser Restaurant ist sowieso meistens abends 10, 10.30 Uhr geschlossen. Unsere Hotelbar, wenn es mal spät wird, ist es 1 Uhr. Es muss ab Sonntag für alle Gäste von außerhalb ein Register geführt werden. Deshalb bitte habt auch dafür Verständnis. Wir versuchen uns mit allen Mitteln an die Regeln zu halten. Alle Gäste von außerhalb, die abends zu uns ins Restaurant Papa Joe kommen, müssen ihre Telefonnummer, ihren Namen, ihre Kontaktadresse angeben. Es ist bürokratischer Aufwand, aber den möchten wir dann doch gerne erfüllen. Es gibt eine Möglichkeit, dieses Ganze zu umgehen, vor allem für Kollegen, die kleinere Restaurants haben. Das bedeutet 3G. Auch hier in Spanien momentan das Schlagwort 3G. Für uns im Hotel Maritim Playa ist das aktuell noch keine Lösung. Was ändert sich bei 3G? Bei 3G darf die Kapazität auf 50% erhöht werden. Das wären bei uns im Restaurant 14 Gäste mehr
pro Essensturnus. Das macht es nicht mehr aus. Aber jedes kleineres Restaurant, jede kleinere Bar werden Betriebe auf diese 3G-Regeln ausweichen. Das heißt, genesenen Nachweis, Impfnachweis oder ein Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Dieses kann ein Antigen-Schnelltest sein. Also auch da, alle die zugucken, seid nicht böse über Kollegen, die diesen Weg gehen. Wir haben dafür Verständnis. Bei uns im Hotel Maritim Playa werden wir das so lange wie es geht herausschieben. 3G ist aktuell für uns keine Lösung. Weitere Neuigkeit oder nochmal eine Erinnerung. Boosterimpfen, Impfung allgemein. Wir sind weiterhin behilflich, aber die Zeit erlaubt es uns nicht, euch persönlich zu begleiten. Aber auch hier haben wir uns Gedanken gemacht, wir haben rumgehört, wir haben gefragt, wir haben gesucht und wir haben die Lösung gefunden. Ein Herr, einen Deutschen, der hier unten fest lebt, perfekt Spanisch spricht, ist gerne bereit, euch zu begleiten, bei euch zu bleiben, bis die Impfung durchgeführt ist. Anschließend auch dann nach 3-4 Tagen das Impfzertifikat abzuholen gegen ein kleines Entgelt. Dieser Herr macht es in seiner freien Zeit und wir sind sicher, dass er jeden Weg, jede Vorschrift genau kennt und euch da bestens betreut, solltet ihr Hilfe brauchen oder diese Wege nicht alleine gehen wollen. Die Situation bei uns im Hotel, logisch, durch diese aktuelle Corona-Lage, durch die Beschränkungen, ist hier und da schon mal eine Stornierung reingekommen. Aber bei Weitem nicht so, wie wir es befürchtet haben. Aktuell befinden sich 185 Gäste bei uns im Hotel. Das heißt, wir haben zu 85% unsere Betten belegt. Kurz nach Weihnachten heißt es dann wieder komplett ausgebucht. 27., 28., 29., da kann man nur noch Glück haben, wenn noch weitere Stornierungen reinkommen und dann schnell zugreifen. Ab Januar entspannt sich die Lage wieder etwas, aber für uns immer noch ein Traum, die Belegungsquoten, die wir für Januar, Februar und März aktuell schon verzeichnen können. Wahrscheinlich unser kleiner Vorteil ist, wir nehmen keine Vorauszahlungen, den aktuellen Winter, den kommenden Sommer. Wir haben keinerlei Stornierungskosten. Wir haben den Service, dass wir euch privat direkt am Flughafen entgegennehmen und dann noch einige kleinige Bonus, die jeder Gast, der uns direkt bucht, erhält. Winter 2022. Die Buchungen laufen auf vollen Touren. Für die Winterzeit, welche bei uns am 1. Oktober beginnt, dort ist eine Zahlung vonnöten zum 31.07. 31.07. ist der Stichtag, um die Angebote für den kommenden Winter voll auszuschöpfen. Allerdings, eines bleibt generell bestehen. Keine Stornokosten in keiner Art und Weise, auch für den Wintersaison 2022. Sollte einer vorausbezahlt haben, stornieren, wird das Geld mit dem Anreisetag ohne Probleme direkt zurücküberwiesen. Immer wieder die Frage an uns, wo bekomme ich schnell, unkompliziert, günstige Flüge von Deutschland nach Gran Canaria oder Gäste, die Langzeit hier unten gemacht haben, keinen Rückflug haben, wo bekomme ich schnell einen Heimflug nach Deutschland? Hier liegt uns ganz groß am Herzen Sarah ohne Sorge. Toller Name. Ohne Sorge. Denn dieses Mädel hat es wirklich voll drauf. Sie hilft vielen unserer Gäste, Flüge zu buchen. Ihr könnt sie von Deutschland aus kontaktieren per E-Mail oder per Telefon. Seid ihr hier vor Ort auf der Insel, sie einfach mal besuchen im Excelsior. Wir blenden jetzt ihre Telefonnummer, ihre Kontaktadresse gerne ein. Sarah ist absolut der Crack, was Flüge anbegeht und unsere Gäste sind hellauf begeistert von ihrem tollen Service. Eine weitere Anfrage, die an uns gestellt wurde. Wenn man hier in der Nähe, sei es in unserem Hotel, in den umliegenden Hotels wohnt, zum Strand will, gab es im Atlantic Beach Club immer einen tollen Aufzug, der einen zum Strand runtergebracht hat. Dieser Aufzug ist seit Wochen außer Betrieb. Wir werden uns mit dem Atlantic Beach Club in Verbindung setzen. Warum, weshalb, wieso? Und die Hoffnung ist, dass dieser Aufzug irgendwann bald wieder repariert ist. Gerade für Gehbehinderte, für ältere Menschen war es eine tolle Erleichterung, bis zum Atlantic Beach Club zu laufen und dann mit dem Aufzug
zum Annexor 2 nach unten zu fahren. Die Hoffnung ist, vielleicht kurz vor Weihnachten wird sie sich noch erfüllen, dass dieser Aufzug wieder funktioniert. Ja, ein Highlight der letzten Tage und das noch bis zum 8. Januar. In Las Palmas, die internationale Sandkrippe. Künstler von überall auf der Welt haben dort 2000 Tonnen Sand bewegt. 2000 Tonnen. Und wie jedes Jahr eine Sandkrippe aufgebaut. Sie ist kostenlos zu besuchen am Canterastrand. Und das Tolle ist, sie ist gewidmet den Beschädigten, den Hilfsbedürftigen auf unserer kleinen Insel La Palma. Dazu kommen wir später. Ich hoffe, ihr begebt euch mal auf den Weg nach Las Palmas. Guckt euch dieses Schauspiel an. Künstlerisch eine Sensation. Und jedes Jahr kommen neue Künstler dazu. Wie gesagt, der Eintritt ist frei. Und meine Hoffnung an euch ist, dass jeder doch einen 10-Euro-Schein hat und in die Spendendose wirft. Denn als erstes die Arbeit der Künstler und als zweites die Hilfe für alle Bewohner von La Palma. La Palma, schließen wir gleich an, das Thema. Die guten Nachrichten zu Weihnachten. La Palma, der Vulkan, ist seit Montag im Ruhestatus. Er ist nicht erloschen, aber seit Montag haben wir keinerlei vulkanische Aktivitäten. Die Erdbeben sind weit, weit zurückgegangen, aus großer Tiefe aktuell. Wir haben keinen Lavafluss, wir haben keine Explosionen mehr. Die Lava erkaltet langsam. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt auf diesen Vulkan hochklettern können. Denn das Lavafeld selber hat aktuell noch eine Temperatur zwischen 4 bis 600 Grad. Und es wird noch 2 bis 3 Monate dauern, bis die Wissenschaftler sich auf dieses Lavafeld wagen können. Aber aktuell mit Drohnen wird der Vulkan beobachtet. Und die Wissenschaftler geben uns vor, wenn noch weitere 10 Tage keinerlei Aktivitäten herrschen, dass man das Spektakel, dieses Naturschauspiel als beendet ansehen kann. Danach beginnt das große Aufräumen, was in vielen Fällen einfach nicht so schnell zu machen ist. Denn es sind meterdicke Lavaschichten, die man nicht jetzt mit dem Bagger wegfahren kann, sondern viel Grund und Boden, viele Häuser werden auf Ewigkeit unter der Lava verschüttet sein. Aber wenigstens die Angst geht langsam zurück. Jetzt heißt es, La Palma helfen, Urlaub mal auf La Palma machen, La Palma mal besuchen. Der spanische Staat wird auch in die Pflicht genommen, den Inselbewohnern, die ihr Hab und Gut verloren haben, zu helfen. Und dann fängt man wieder von vorne an. Viele Menschen absolut bei Null. Aber sie werden das schaffen. La Palma wird wieder aufgebaut und auch alle, die betroffenen sind, werden eines Tages und in sehr naher Zukunft wieder ihr Dach über dem Kopf haben. Das mit Sicherheit. Unser Wochenplan für nächste Woche. Bitte, wenn es geht, immer an der Rezeption vorher Bescheid sagen, reservieren unter altbekannter Telefonnummer oder unserer E-Mail-Adresse. Montagabend, 20.30 Uhr, Bingo Bingo. Das unterhaltsame Spiel in unserer Hotelbar, auch auf unserer Freiterrasse. Dienstagabend dann Rock Never Dies. Wir verlegen den Rockabend Rock and Eat auf Dienstag, da Freitag Heiligabend ist. Wer ist zu Gast? Detlef Krämer und Jaro, zwei begnadete Musiker der Rockszene Gran Canarias. Mittwoch dann unser Tag der deutschen kulinarischen Küche. Es gibt leckere, knusprige Schweinshaxe. Direkt aus der Backröhre mit Sauerkraut und Semmelklößen. Das am Mittwoch. Donnerstag dann mein freier Tag. Freitag haben wir Heiligabend. Ihr wisst, an dem Tag können wir keine Gäste von außerhalb bewirten. Und am Samstag ist dann unser traditionelles Entenessen. Ab 17 Uhr, auch hier bitte nur mit Vorbestellung. Da haben wir wieder Plätze, denn die Essenszeiten sind sehr ausgedehnt. Ab 17 Uhr bis 22 Uhr. Leckere halbe Ente, auch die aus der Backröhre direkt. Der Vogel ist geschossen worden und wir servieren es wie jedes Jahr seit 40 Jahren traditionell unsere Weihnachtsente am Samstag ab 17 Uhr. Dies war unser Wochenplan für die Weihnachtsfeiertage.
etwas aus dem Rahmen geraten, aber wir haben immer etwas hier bei uns im Hotel Maritim Playa zu feiern. Ja, zu feiern hatte ich auch etwas. Ich habe Besuch bekommen. Eine langjährige Mitarbeiterin verbringt ihren Urlaub, den sie Jahr für Jahr bei uns im Hotel Maritim Playa geschenkt bekommen hat, wieder zu dieser schönen Zeit bei uns im Hotel. Ja, und seht mal da, ich habe Besuch bekommen. Viele von euch kennen sie noch. Manuela. Manuela, wie lange warst du bei uns? Seit 1997 bis März 2017. 20 Jahre war Manuela bei uns. Und unser Geschenk an so jemanden, der immer zu uns gestanden hat, der von morgens bis abends Jahr für uns da war, ist, jedes Jahr ihren Urlaub zu verbringen. Ja, ich habe eines gelernt bei Manuela. Sie ist nicht die Erste, die nach so vielen Jahren nach Deutschland zurückgegangen ist. Vorher war Petra Wolfrath. Auch sie ist der Liebe gefolgt. Genau wie Manuela. Du bist der Liebe gefolgt. Ja, genau, richtig. Unsere Konsequenz daraus war ein großes Schild in der Rezeption. Alleinstehende Herren auf Suche nach ihrer Lebenspartnerin haben keinen Zugang. Denn Manuela hat einen Gast von uns die Liebe geschenkt und es ist ihr Traummann geworden. Genau. Genau wie bei Petra. Und wir haben noch ein Mädel in der Rezeption, Stina. Also da müssen wir aufpassen. Stina, bitte lernen Spanier kennen, damit du immer hier bei uns auf der Insel bleibst. Manuela, ich bedanke mich, dass du wirklich jedes Jahr hier deinen alten Chef besuchst, an deine Wirkungsstätte zurückkehrst und immer schönen Urlaub bei uns verbringst. Das ist mein Geschenk, dein Leben lang, an dich. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das war Manuela, eine langjährige Mitarbeiterin von uns. Und wir haben viel gelacht. Ein kleiner Schwank. Zwei Gäste kommen an. Manuela macht den Check-in, ganz am Anfang ihrer Karriere. Der Herr gibt seinen Pass ab und Manuela fragt, könnte ich auch bitte den Pass ihrer Mutter haben? Es war nicht die Mutter, es war die Frau. Ups, wo ist das nächste Mauseloch, wo wir verschwinden können? Aber Manuela hat auch das durchgestanden. Nächsten Nachrichten. Auf den letzten Drücker kommen immer noch Neuigkeiten rein. Neuigkeiten, die uns Gäste mitgeteilt haben. Vielen, vielen Dank für eure Hilfe zu unserem YouTube-Kanal. Österreicher aus dem Land der Sachertorte, aus der Steiermark. Die normale Einreise ist ab sofort nur mit einem 2G-Nachweis geimpft und genesen möglich. Also ihr dürft nur nach Hause, nach Österreich, in die Berge, wenn ihr geimpft und genesen seid. Achtung! Als geimpft zählt nur, wer bereits eine Boosterimpfung erhalten hat. Also nicht nur 2 Impfungen, ihr müsst 3 Impfungen haben. Ohne Boosterimpfung gilt die 2G-Regel plus. Das heißt, ihr müsst geimpft sein, genesen sein und braucht einen PCR-Test, der nicht älter wie 72 Stunden ist. Entschuldigung, ich muss das ablesen, weil es ändert sich allen Ritt etwas. Hat man keinen PCR-Test, ist eine sofortige Heimquarantäne anzutreten. Das heißt nicht ins Café Sacher, sondern nach Hause in die eigene Bude. Und nach Erbringung eines negativen PCR-Tests wird diese beendet. Man macht es euch wirklich sehr schwer zu verreisen. Nichtsdestotrotz, wir entschädigen euch, wenn ihr auf der Insel seid, mit Sonne, schönem Wetter und einem tollen Urlaubsfeeling. Abschließend die Zahlen von Ende der Woche. Es hört sich nicht alles sehr gut an. Die Kanaren aktuell eine Inzidenz von 305,98. Teneriffa schießt durch die Decke, 438,72. Gran Canaria, unsere Paradiesinsel, 204,79. Lanzarote, 187,41. La Palma, 113,83. La Gomera, 64,58. Fuerteventura, 347,44. El Hierro, die kleinste Insel, 134,57 und unsere Gemeinde San Bartolomé de Tirajana hier im Süden von Gran Canaria, 117,98. Das waren die Infos für diese Woche. Sie waren etwas länger, etwas ausgiebiger. Und es ist, wie gesagt, der aktuelle Stand. Wir hoffen, dass die Kanarischen Inseln, die großen Inseln Gran Canaria, Teneriffa, nicht plötzlich auch noch in Stufe 4 hochgestuft werden, sondern dass wir irgendwann mal den Anstieg der Corona-Zahlen
auch hier unter Kontrolle bekommen. Und zum Abschluss wollten wir eigentlich den zweiten Teil unserer Bergtour euch präsentieren. Aber da die Nachrichten so ausgiebig waren, haben wir das verschoben auf den nächste Woche. Wollt ihr es nicht verpassen? Abonniert unseren Kanal. Und nächste Woche seht ihr den zweiten Teil unserer Bergtour auf Gran Canaria. Jedoch, Margit hat es sich nicht nehmen lassen, ihre tolle Bildergalerie von Gran Canaria heute in YouTube einzustellen. Genießt diese Impression. Habt ein schönes Wochenende. Genießt den Kaffee und, wie sage ich immer, Omas Kuchen. Bleibt uns treu. Danke und einen wunderschönen Sonntag euch allen zu Hause.